So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening-Video. Und yes, ihr seht nicht alleine, ich habe den guten Robin dabei. Und ja, wenn ihr es nicht wisst, der gute Robin, er hat einen YouTube-Channel. Ich vermute, ihr wisst das alle trotzdem. Wenn ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, bei dem guten Robin machen wir Radio Ravnica Podcasts, beziehungsweise Videocasts, kann man es ja eher nennen. Und der gute Robin macht viele, viele eigene Videos, die sehr, sehr großartig sind und sehr informativ. Guckt da mal rein, gerade was so eher in Richtung Pioneer oder sowas angeht. Seid ihr da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Und genau, wir haben als Radio Ravnica von Wizards of the Coast ein Paket zugeschickt bekommen. Yes. Das findet ihr, wenn ihr sehen wollt, was da alles drin war, beim guten Robin auf dem Instagram. Nicht Twitter, sondern auf dem Instagram. Instagram, genau. Da könnt ihr auf dem Instagram nachschauen. Das ist sehr, sehr cool gewesen. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Wizards of the Coast. Yes, das war ganz cool. Und da waren tatsächlich einige Booster mit drin. Es war so viel, dass wir das aufteilen konnten. Genau. Wir haben hier Commander Masters Booster, 3 Set Booster, 3 Draft Booster und 1 Sammler Booster jeweils. Was ich sehr, sehr cool finde. Das Set ist ja jetzt schon gefühlt 2 Tage draußen. Ich sag's immer wieder, wir kennen die Kritik an dem Set. Wir haben, wie gesagt, im Podcast auch selber darüber geredet, was Kritik an dem Set ist und haben da auch schon selber teilweise Kritik sehr, sehr stark geübt. Dementsprechend schaut da mal rein. Nicht, dass die Kommentare jetzt voll sind mit Mimimi, die sind so teuer, ihr habt da was geschenkt bekommen. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Wir freuen uns halt, dass wir das geschenkt bekommen haben. Es gibt auch viele Leute, die uns das gönnen. Dementsprechend danke an die Leute. Ja, auf jeden Fall. Ich muss es aktuell sagen, ich habe aktuell tatsächlich ein paar Leute, die ein bisschen hart am Haten sind und das möchte ich ein bisschen entgegenwirken. Genau, und vor allem der Content, den kriegt ihr halt gratis. Also ich meine, natürlich gibt es sehr viele coole Leute, die uns supporten, auch finanziell, aber wenn wir dann mal so ein Paket bekommen, wie halt das Commander Masters Paket von Wizards of the Coast, wir könnten das auch super lame einfach für uns aufmachen und einfach kein Video daraus machen, aber ich dachte, oder wir dachten, das wäre halt deutlich besser, zum einen für unsere Tradition, wir machen das ja mit jedem Set. Ja. Und wenn wir dann schon die Produkte zubekommen, dann können wir das ja natürlich auch hierfür nutzen und dementsprechend nicht haten, genießen. Genau. Und das sind coole Worte dafür, dass wir mal reinstarten. Genau. Wir haben eine random Reihenfolge von Draft Set Collector. Wir haben da natürlich keine doch haben wir. aber ja, gucken wir uns an, was wir haben. Das sind ja größere Set Booster, die sind ja 20 Karten drin. Und weil wir von Wizard of the Coast Deutschland die zugeschickt bekommen haben, sind die auch auf Deutsch. Genau, und aus Belgien auch. Also das ist immer eine kleine Sache, die wir vorher checken. Wichtig. So ein bisschen Card-Quality-mäßig auf jeden Fall. Hast du denn schon Commander Masters ein bisschen was aufmachen können, während wir hier durch die Commons durchblättern? Tatsächlich. Ich durfte für einen Supporter von mir auf der MagicCon durfte ich ein komplettes Collector-Display aufmachen, was ich sehr cool fand. Sehr cool. Und Grimmiger Empath. Ja, es ist ja ein 100%iges Reprint-Set. Außer in den Commander-Decks sind da keine neuen Karten mit dabei. Aber es ist ja auch schön, weil ich finde, also gerade Remastered und auch Masters-Produkte, die machen immer Bock aufzumachen, weil man sich dann immer so halb nostalgisch, halb neu an diesen ganzen Karten erfreuen kann. Und zum Beispiel auch so Downgrades wie hier Streitkolben des Recken. Das war mal eine Rare. Oh, stimmt, das war eine Rare, wa? Jetzt ist das hier ein Uncommon. Aber was halt auch cool ist, dass man halt dann auch mehr Zugriff halt eben dafür findet. Und Gegenzauber, ich glaube, da ist jeder Reprint auch gern gesehen, ne? Aufscheuern, Gegenzauber und ein Gedankengefäß. Das sind schon auf jeden Fall sehr coole Karten. Voll. Und als erste Rare habe ich, nee, ist auch eine Uncommon. Melek, war der nicht auch mal eine Rare? Das kann gut sein. Ich weiß aber auch nicht, aus welchem Set der kommt. Wobei, er muss ja aus Ravnica kommen, wenn er Paragon. Genau, der kommt aus Ravnica. Und ich meine, der ist auch in dem Gatewatch oder sowas drin. Ich weiß es nicht mehr. Und als Rare habe ich Zek Kuhr. Ich habe Braid, die Beschwörungsadeptin. Geile Karte. Das ist nicht die Braid, die schwarze Braid, die gebannt ist, oder? Nein, das ist die blaue Braid, die erlaubt und eine Menge Spaß ist. Zumindest für einen, weil einer kommt prepared. Man darf jede Runde eine coole Kreatur, kriegt jede Runde ein Show and Tell sozusagen. Man darf eine coole Kreatur reinlegen. Krass. Und man kommt prepared, die anderen nicht, deswegen ganz cool. Ihm habe ich tatsächlich schon einen Commander gebaut, er macht 3-1 Ding. Dann habe ich noch ein Übermut des Bolt. Nice. Das ist dieser Tutor, der auch Sachen mit aufs Feld bringt. Geil. Und wenn es X größer als 10 ist, erhalten alle Kreaturen +6/+6 mit Eile. Also ein richtig grüner Finisher. Mega, mega geiler Finisher. Und Sehr, sehr cool. Dann haben wir noch ein
Alharu, Ehrwürdiger der Rituale. Und Yargle, bester Pull. In voll. In voll. Sehr gut, sehr gut. Ey, ja, sehr, sehr geil. Devastation. Mega. Ey, ist ein sehr, sehr guter Start in diese Reihe, sag ich mal. Genau. Hoffentlich können wir das find ich, toppen. Find ich. Yes. Ja, bestimmt. Okay. Next Pack. Immer positiv sehen. Genau. Ach so, du solltest noch deine Puls raus. Stimmt, das kann ich ja. Ja, ja. So ein bisschen so Gegenzauber, Gedankengefäß, aufscheuern. Alles, was man so ein bisschen spielen kann. Meiner Meinung nach. Die Leute auf meinem Channel wissen, ich bin nicht so der Commander-Mensch. Ja. Aber ich weiß, dass der mal gespielt wurde. Und ich glaube, der war auch mal rare, der raffende Drache. Raffende Drache. Krass. Ja, raffende Drache. Nicht ein raffender Drache, sondern ein raffender Drache. Nee, nee. Genau. Der ist am raffen. Genau. Der rafft halt richtig. Ich habe ja tatsächlich Commander Masters ein bisschen limited-mäßig gespielt. Oh, okay, spannend. Und zwar in Barcelona mit dem Unknown-Event von Gavin Verhey. Da haben wir 3 Commander Masters Booster bekommen. Plus geil. 2 Herr der Ringe Booster und noch ein Herr der Ringe Set Booster. Und natürlich Playtest-Karten. Und daraus hat man dann ein Limited, ein Sealed-Deck gebaut. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber dementsprechend habe ich schon ein bisschen Limited-Erfahrung mit dem Set, aber ich habe es natürlich nicht wirklich gespielt. Ein herzloser Akt. Sehr cooler. Ja, ist vor allem gar nicht so alt, aber dann ist mir eingefallen, doch, der ist schon in der Corona-Zeit gewesen und damit sehr, sehr alt. Kitters Zorn war auf jeden Fall mal eine Rare und mir vorne ist mir schon aufgefallen, die Aschenödnis ist ja auch drin, was auch eine sehr cooles. Spike Shoot Goblin war auch meine Ankam. Mhm. War tatsächlich in meinem allerersten kompetitiven, Anführungsstrichen, Magic-Deck drin. Crazy. Crazy, yes. Crazy. Meine erste Rare ist der Malstrom-Wanderer. Geile Karte, auch Achana, Hammer. 7-5 Kreaturen haben Eile und Kaskade. Oh, die hat Tobi von Elder Demon Highlander in Commander in Barcelona gegen mich gespielt. Ist sehr, sehr cool, mega. Und wird im Legacy tatsächlich gespielt, im Mississippi River. Ach, witzig. Schon wieder Yargle, geil. Und Xanta, die Schläferin. Mhm. Kannte ich gar nicht, aber kenn ich gar nicht. Cool ist noch alles aus. Reprints, oder? Ja, es ich alles keine Reprints. Ahnung. Okay. Ich habe hier noch eine mystische Confluence. Ist das eine teure Karte? Mega. Ja. Also, was heißt teure Karte? Das ist auf jeden Fall der meiner Meinung nach der beste Confluence für Commander. Ah, crazy. Dementsprechend schon wirklich, wirklich, wirklich gut. Crazy. Und dann ich habe die weiße Confluence, die ist nicht so gut. Loyaler Lehrling als meine Zada. Freude. Und eine Eldrazi Ausgeburt als Token. Yes, yes. Mega. Also, das war auch noch mal das war wieder gut. Ja. Bisher hat noch nichts den Finale of Devastation getoppt. Tatsächlich, Dorn der schwarzen Rose ist tatsächlich Pauper-Playable. Also dementsprechend kommt auch hier in den Stapel von nehme ich mit. Playable-Karten. Genau, nehme ich mit. So ein bisschen das, was man raussortiert. Genau. So, ist dann. Ja auch generell, Pauper ist so ein Ding, davon profitieren ja auch Master-Sets unfassbar krass, dass sie da Sachen downshiften und dann tatsächlich dann noch mal interessant machen. Zum Beispiel der murmelnde Mystiker ist eine solche downgeschiftete Karte. Ich weiß nicht, ob sie Play sieht, aber ist auf jeden Fall eine Karte, um die man jetzt herumbrauen kann, wenn man denn möchte. Anspruch des Wolkenwaldes war tatsächlich auch mal eine relativ teure Karte eine Zeit lang, weil es halt für 4 Mana 2 Waldkarten sucht und die enttappt ins Spiel kommen. Damit kann man auch Duels und so weiter holen, was einfach sehr, sehr gut ist. Spanches Flimmern ist auch eine Ankam gewesen. Es ist so spannend, einfach diese Downshifts auch zu sehen. Voll. Beinschieben des Blitzes. Yes. Ach, das ist, Lightning Greaves. Lightning Greaves, na klar. Yes. Auch eine sehr gut playable Karte. Yes. Wendelblast, auch krass. Super gute Karte tatsächlich. Super playable, was du da hast. Sehr gut. Nee, was du da gerade weggezogen hast. Die kannst du auf jeden Fall auch unterlegen. Oh ja. Ja, mega Karte. Klinge der das Schwert Vorfahren, war auch mal rare. Das war auch mal rare, genau. Whisper, die Blutliturgistin, ist, glaube ich, aus Dominaria. Ja. Kasul, Tyrann der Klinge. Der war auch mal rare. Ich habe auf jeden Fall ein Side-Ding. Was ist das denn? Das ist der Kindergarten, nennt sich das. Shiri, Verwalter von Shizu, ist ein wo es um Kreaturenstärke 1 oder weniger geht, ist tatsächlich, wie gesagt, der Commander ist Kindergarten. Ist mega cooler Commander. Wenn ihr den noch nicht gebaut habt, baut den mal, der macht mega Spaß. Witzig. Und, ich habe Jol Real Muovi Einsiedlerin, auch aus Dominaria, glaube ich. Und Nobler Behemoth. Sagt mir 6 Mana 5/5 verursacht Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, wirst du zum Monarchen. Immer wenn du ein Land tappst, während du Monarch bist, erzeugt es eine weitere Farbe.
Okay, nehme ich. Ja. Sonst bei mir ist es ein Pearl Diamond. Oh, das ist strong. Ohne Trainingshalle. Ich Triple Rare. Oh, sehr cool. Also sowohl das Land sehr playable, die Medaillon sehr playable. Ja. Also Asami ist auch nicht so schlecht tatsächlich. Und als Foil habe ich noch, die war auch mal rare, oder? Die war mal richtig gut, vor allen Dingen. Also, 4-Mana 4-4 macht weiße Ritter, ungetappt, zerstört ungetappte Ritter. Ja. Okay, nee, zerstört Kreaturen, wenn man ungetappte Ritter tappt. Okay, ist das so ein Ritterding? Spielt man die im Ritterdeck? Das habe ich tatsächlich im Ritterdeck, muss ich tatsächlich sagen. Okay. auch wenn sie ein bisschen teuer ist, aber das muss uns ja nicht aufhalten, die zu spielen. Ja. Da auf jeden Fall wieder ein paar interessante Karten. Ich merke schon, wenn das ein Limited Pool wäre, wäre ich auf jeden Fall mit in Grün, wenn ich das sehe. Finale, riesen Dino, dann diese Menschen-Druiden hier. Also, ja, spannenderweise wäre ich auch ein Junt, glaube ich, tatsächlich, von dem, was ich bisher so gesehen habe. Crazy. Okay, mega. Machen wir die Setbooster auf. So, Setbooster. Setbooster sind ja ein bisschen anders. Setbooster beinhalten nur 15 Karten statt 20. Setbooster haben ganz vorne drauf auf jeden Fall eine Artkarte. Und du hast den Commander instamped. Genau. Und, mega. Stimmt, wir hatten noch gar keine Basic Lands in den ganzen Boostern, ne? Stimmt, es gibt ja wunderschöne keine Basics drin. Old yes. Border Basic Lands. Ja, ja. Freu dann hast nicht. Du da Wendelblast in Ding. Wendelblast in Full Art. Mega, ist eine sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Ich habe irgendeine Druide, sagt mir nix. Das ist Tatiova, ne? Wenn du mal einen Landfall, bekommst du ein Leben und ziehst eine Karte. Die ist sehr, sehr strong. Okay, ich kenne die nicht. Aber wenn also sagst. Landfall Commander Decks ist das ein Evergreen auf jeden Fall. In Ungnade fallen. Ist die nicht sogar im Pauper gebannt? Die sind Pauper gebannt, weil die Kombination krass. Aus Removal und du wirst Monarch ist halt einfach viel zu strong. sehr witzig, was so alles viel zu strong ist in einem Format. So, ne? Klinge der Vorfahren habe ich hier. Wir haben Zahid, Djinn aus der Lampe, auch wieder aus Dominaria. Und, Basal, Wandere Ritterin. Ja, das ist ein Katzenritter. Nice. Die Doppelschlag hat, wenn man Artefakte hat. Du hast den falschen Raggerwahn. Ich habe den Schatzmopser. Ja, ist der falsche Raggerwahn. Ja, genau. immer wenn der Gegner ein Artefakt ausspielt, übernimmt er die Kontrolle. Oh, gegen den habe ich gespielt. Der ist total sehr, sehr stark. Zorn Gottes. Teferi, sehr geil. Der Beste der Planeswalker. Crazy. Wirklich der Beste der Planeswalker. Und Aufruhr. Aber alle Kreaturen übernehmen bis zum Ende. Okay. Übernehmen die Kontrolle bis zum Ende des Zuges über sie. Sie halten Eile bis zum Ende des Zuges. Also wirklich so ein rotes, ich gewinne jetzt einfach das Spiel verdammt normal. Genau. Und ein beispielloses Manöver. Nice. Sick. Ein Freespell. Und auch noch mega mein Lieblingsspell sick. Tatsächlich aus der Reihe. Und ein Gegenzauber in Full Art. Full Art Foil, tatsächlich. Sehr cool. Ich habe eine Sturmflutkrake in Foil. Das ist die mit dem Kommandeur, solange man den Kommandeur hat man dazu den Feldmarschall, Zorngottes und Ballard. Das war sehr weiß-blau. Ja, ich glaube, hier weiß jemand, was ich Commander spiele. Und ich habe noch ein ein Triom. Da sind Triome drin. Ja, im Listenslot ist das, oder? Ja, das hat doch unten spannend. Spannend. Aber sehr es hat eine Pommesgabel. Also, ja, für Commander perfekt. Was will man mehr? Finde ich auch cool, dass es da drin ist. Aber krass, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, Setbooster, meine Freunde. Das sind Setbooster. Also, yes. Wenn man seine Finger an ein paar Booster irgendwie bekommt, wie wir es jetzt in diesem Fall halt geschenkt bekommen haben, dann kann man sich auf jeden Fall über ein paar gute Pulls freuen. Hier ist wieder ein Stamp. Rebecca Guay Artwork von diesen Planes. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Und was ist das denn? Hastige Suche ist eine sehr gute Karte. Ja, spontan ist aber ziehe zwei Karten und wirft dann zwei Karten ab in Tappe bis zu drei Länder. Also im richtigen Kontext quasi free. Alles, was bei glitzert. Bei mir ist es voll glitzert. Für Pauper sehr, sehr spannend gerade. Pauper, da wird sehr viel gerade drumherum gebaut. Sehr, sehr, sehr cool. Lagerfeuer, ein Pfirsturm, den hätte ich gerne in Fuller tatsächlich. Ja, der geht das wäre so auch ganz cool. Gut. Alter, wie viele Länder. Wenn ich einfach mal so, welche Commander-Staples von WotC willst du haben? Ja. Einfach alle. Davor drei Artefakte, dran drei Länder. Ja. Wow. Tumnes Brontodon. Kriegstreiberin. Schleichweg der Diebe. Kann man auch nie unterschätzen. Sollte man immer in seinen Voltron-Decks haben. Einfach unblockbar ist sehr gut. Ja. Keika ist meine Rare. Sela, sehr geil. Schwert. Yes. Crazy. Ich mag ja Boros-Engel immer, ne? Ja. Also, auch ein bisschen generisch, dann habe ich noch
Oh, du hast Rubin-Medaillon? Mit den Medaillons. Mit den Medaillons. Ich habe einen Sprenghaufen. Du hast einen Sprenghaufen. Geiler Name. Und meine Foil ist ein Hauptmann. Und ein strömender Mecker. Der ist auch cool. Pioneer Playable. Die Leute wissen, was ich hier spiele. Das haben die mir extra zugeschickt. Ja. Und? Oh, das Mann. Noch gesagt. Ja. Sorry. Ja, der ist so cool. Voll okay. Ja. Ich freue mich mega drauf, weil ich finde den so hübsch. Der ist wirklich, wirklich hübsch. Auch mit dem Rainbow drin und so weiter, mit dem Foil. Das ist so eine hübsche Karte. Oh Mann, ey, krass. Sehr, sehr cool. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Wirklich. So, jetzt brauche ich noch, warte, welches Medaillon fehlt noch? Schwarze, glaube ich. Ja, du hast auf jeden Fall echt einige der Medaillons gezogen. Ich habe das Saphir-Medaillon auch in diesem Unknown-Event gehabt, was sehr in mein Deck auf der Sicht gepasst hat. Wobei die ja eigentlich nicht für Limited so gedacht sind, die Spells. Aber trotzdem ziemlich, sick. Foil. Gold Border Foil. Das ist auch nicht mehr so besonders, wie es mal war. Aber was habe ich hier? Furchteinflößende Rückkehr. Bringe eine Dread Return. Ach so, okay. Crazy. Das ist ganz cool, Zackenskorpion, die Namen ist halt mit Deutsch, Befehlsmunition. In Deutsch hat es immer so eine echt eigene Warte, ne? Aschnotz Altar ist hier drin. Spannend. Aber auch einfach so gar nicht, das auch. Ist das nicht eine teure Karte? Phyrexian ist tatsächlich der teure. Der ist aber auch irgendwie 2-3 Euro gewesen. Ich habe einen Palast-Kerkermeister. Gute Karte. Spiele ich immer noch im Legacy. Dann habe ich hier einen Nemata, Hüterin des Hains. Und meine Rare ist Zekama, das Urchaos. Ach, das ist die Riesen-Zekama, die auch Pioneer Playable in Lotus Field. Das ist der, Lotus, wollte ich gerade sagen, der Lotus Field und der Dinosaur Commander tatsächlich. Yes. Mega gutes Teil tatsächlich. Mann, da freu ich habe eine Hanna, Die Navigatorin. Finde ich mega, weil die muss ich noch austauschen bei mir im Death and Tax, Ojutai. Und ich dachte die ganze Zeit, hey, ich würde gerne dieses Artwork spielen. Das ist wirklich ein sehr schönes Artwork. Ja, sehr cool. Und zweite Rare ist, was bist du denn? Uran Frostzahn an dieser Stelle. Ich weiß nicht, angreifende Kreaturen haben Todesberührung. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, Schaden zufügt, ziehe eine Karte für 5 Mana. Das ist ein cool. Ufis. Naja, gut. Ja. Nehme ich. Vorherrschaft der Sippe. Bestimme eine Kreatur. Oh, das ist bestimme einen Kreaturtyp, zerstöre alle Kreaturen, die nicht diesen bestimmten Typ haben. Das habe ich sogar schon gesehen, tatsächlich. So ein Tribal-Boardwipe quasi. Und ein treuloses Plündern in Foil. Der große Abschaffer. Good Abolisher, sehr gut. Great Abolisher. Sehr cool. Mega. Und Prisma-Linse in Foil. Yes. Nice. Genau. Okay. Dann kommen wir zum Schmankerl. Wir haben bisher schon sehr, sehr, sehr vielen coolen Stuff gezogen, muss man einfach sagen. Total. Wir haben vorher schon in der Aufnahme gesagt, sollten wir Black Lotus, den auch, aber sollten wir einen Jeweled Lotus ziehen, teilen wir den einfach. Beim Black Lotus würden wir es auch machen, aber dann würde ich die Polizei rufen, warum wir hier einen Black Lotus drin haben. Das Ding ist halt, der Jeweled Lotus, ich hatte den ja schon mal in einem Booster gezogen, ich habe mich mega gefreut, aber das Ding ist, ich will den gar nicht in Commander spielen, weil der mir zu stark ist, weil die Runden, wo man den dann hat, die sind dann halt so, okay, ich habe halt jetzt gewonnen und es ist super schnell vorbei. Und ganz die Runden, kurz, wo man die nicht hat, ganz kurz. Ja. Ich habe beim Booster, wenn du das so packst, ist es halt anders foiling. Und auch das Inlay ist anders foil. Wo? Also das Inlay ist anders foil wie die anderen Booster. Wenn du mal das Inlay von dem Collector Booster dir anguckst und das Inlay dann von einem normalen Booster, was wir jetzt hier zum Beispiel haben, ist das ein anderes Foiling, was ich sehr, sehr spannend finde. Ist weirdly spezifisch, aber cool. Also nehme ich auf jeden Fall mit. Und jetzt sind natürlich alle Karten foil. Was ja Vor- und Nachteile haben. Ich glaube nicht alle. Aber, nicht alle, aber ein Großteil zumindest. Ja. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ausschließen. Es sind wieder ganz viele Commons, Stachelschuss-Goblin, wieder ein Gegenzauber in Foil. Sehr cool. Sehr, sehr nice. Schimmernder. Da ist nochmal Shirai. Verwalter von Shizu. Auch hier, wie gesagt, das ist der Kindergarten-Commander. Ja, sehr cool. Freilinde, die sind echt hübsch. Die sind halt, eigentlich habe ich schon 10.000 Mal gesehen, aber gerade in Folge. Ja, es kickt halt immer noch. Wirklich. Fakt oder Fiktion, was ist bei dir? Ich habe Nadirs Nachtklinge. Kenne ich gar nicht, aber cool. Ja. Treulose Plündern. Da muss ich sagen, cooles Artwork, aber es gibt schon das perfekte Faceless Looting Artwork. Ja, sich auch bei mir nie verändern. Sphäre des Commanders habe ich hier. Ja, die habe ich hier.
Und ich habe noch die hastige Suche, die du gerade eben hattest. Hedezuge, sehr geil. Hedezuge, der Herzlose. Leider nicht der Fierce Guardianship. Ching. Hammer. Ching. Auch in Foil. Sehr, sehr geil, ja. Ey. Mega. Dann Sephara, der Engel. Klinge des Himmels. Ja, ich habe Magus des Rats. Das ist bei beiden eher so ein Song. Da habe ich abstruses Urzeitwesen. Das könnte aus dem Commander-Deck sein. Und du hast Ugins Überlegenheit. Das könnte auch aus demselben Commander-Deck sein. Ich glaube, es ist beides aus dem Commander-Deck, ja. Okay, und dann Geschenk des Stahlformers in das Upgrade. Das Upgrade auf Rare, wo man sagen muss, warum? Ich habe tödliches Toben. Ah, das ist auch ein Freespell. Das ist dieser Der Freespell in Schwarz. Das ist Deadly Reloik oder so heißt es. Ja, genau. Und? Ich hab den letzten. Wir hatten alle fünf. Wir haben alle fünf gehabt. Mega. Flawless Manöver, und ich habe einen Helm of the Champions. Auch cool. Wir haben alle Guardianships gezogen. Wie geil. Holy shit, das ist ja richtig geil. Das ist wirklich sick. Holy shit. Ja, Hammer, oder? Also das ist mega. Gefühlt waren jetzt alle in diesem Pack mehr Bling-Bling drin, als mein armes Herz hier vertragen kann. Ja, aber das Deflecting Sword, Finally of Devastation. Yes. Ja, es ist crazy. Also das ist wirklich crazy. Aber das ist halt auch, wir haben es ja schon am Anfang angesprochen, es ist halt ein teures Produkt, da muss dieser Value auch drin sein. Das ist immer das Problem. Macht man teure Karten da rein, dann wollen Leute das in super cheap haben, aber niemand will Karten, die super cheap geworden sind, einfach öffnen. Ja. Gutes Beispiel dafür ist meiner Meinung nach eben sowas wie Asami. Asami war halt mal eine 4-5-Euro-Karte, die halt wirklich teuer war und die wirklich cool war. Und jetzt öffnet man sie und man hat sie halt eine Cent-Karte hier drin, wo man halt sagen muss, so hey, finde ich voll sad, dass ich die überhaupt gezogen habe. Also nicht, weil ich die Karte nicht cool finde. Ich finde die Karte mega cool. Ich habe noch eine. Dementsprechend ist das da eher sad. Aber das hätte ja auch ein Heavy Hitter sein können. Und wenn ich dann aber einen Booster habe, wie zum Beispiel die Epilogue-Booster, die halt super günstig sind, aber die Karten da drin auch super cheap sind, dann macht es halt auch weniger Spaß, die zu öffnen. Ja. Die müssen wir noch öffnen, by the way, fällt mir ein. Ja, das machen wir auch auf jeden Fall noch. Und genau, das ist halt so immer dieser schmale Grat zwischen, man bezahlt halt echt Geld, man muss, es muss hitten. Ja. Und wir haben ja auch selber bei uns gesehen, nicht jedes Booster hittet. Nee. Also manche hast du dann echt Rares, die so halt überall mit drin sind, die halt dann auch nicht mehr so viel wert sind. Ich meine, selbst der Teferi, Erzmagier der Zeit, ist halt eine coole Commander Planeswalker-Karte, aber halt auch nicht sehr mehr cool, der Wert, den er irgendwie damals mal hatte. Aber in dem Fall, ich freue mich auf jeden Fall mega für die Pulse, die wir hatten. Ich finde es halt so witzig, dass wir wirklich alle Free Spells irgendwie drin haben. Alle Free Spells haben. Das ist schon der Wahnsinn. Also Deflecting Sword, dein Fierce Guardianship, dann Dead Roylick. Wobei hatten wir den Grünen? Der Grüne, der fehlt. Der Grüne. Noch. Aber wir dafür haben wir Finally bekommen. Das ist ja praktisch der Grüne, oder? Genau. Das ist das Finale. Und vor allen Dingen haben wir alle Relevanten bekommen. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, der Grüne ist ja auch nur ein Fog-Effekt, glaube ich, for free. Oh, das kann sein. Ich glaube, viel mehr spielt schon grün nicht. Im Commander. Ich spiele schon grün im Commander. Ja, einer der wenigen Fälle, wo der grüne Mitglied eines Cycles nicht der Beste ist. Das stimmt. Aber ja, sehr, sehr coole Produkte. Nochmal, wie gesagt, vielen Dank an Wizards of the Coast, die uns das zugeschickt haben. Und wir haben auf jeden Fall gut was aufgemacht, oder? Ja, denke ich auch. Und wenn ihr jetzt noch so lieb wärt, Daumen nach oben zu geben, Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, rüber zu Robin zu gehen, da auch ganz viel gucken und auch viel abonnieren und da auch Daumen nach oben geben, wären wir euch sehr, sehr, sehr dankbar. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.